Ne, Stützmuskulatur, damit meine ich halt Arme, Schultermuskulatur, Nackenmuskulatur. Und wichtig wäre auf jeden Fall, dass man den Nacken schon mal schön nach oben streckt. Hi, liebe Leute, ich bin's mal wieder, Marc von Ride First. Und ja, ihr seht heute ein bisschen anderes Setting. Nicht draußen im Wald mit Fahrrad, aber auch ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe mir da jemanden mit ins Boot geholt, einen Experten. Es geht um Ausgleich, Fitness und was macht man bei körperlichen Problemen? Wie kann man die Probleme lösen? Und ja, ich habe den Philipp dabei. Hi. Ja, und wir kennen uns von der ganzen Fahrtechnik-Geschichte, weil ich auch Trainer ausgebildet habe und er ja immer wieder sich fortbildet und dann auch mal bei mir gelandet ist. Ja, wir haben uns gut verstanden und er hat auch gemerkt, okay, ich habe ein paar Probleme mit Rücken und so weiter. Da dachten wir, da muss er mal als Profi draufschauen und ja, ich bin jetzt froh, dass ich jetzt besser weiß, was ich machen muss und dachte mir, komm, wenn wir mal hier sind, dann sollt ihr auch davon profitieren. Und also, wir sind hier in der Praxis von Philipp rund um Fit, weil er ist ausgebildeter Physiotherapeut und in Krefeld ist die Praxis, also für alle aus der Region Niederrhein, Ruhrgebiet, Rheinland, ja, ist ja alles in der Nähe. Wenn ihr Bock habt, zu jemandem zu gehen, der sich auch wirklich mit Biken auskennt, der ausgebildeter Mountainbike-Trainer ist und aktiv auch im Verein und so, da habt ihr mit Philipp schon mal den richtigen. Und ja, ich als Fahrtechnik-Trainer weiß so ein bisschen, was so die typischen Probleme sind mit Nackenproblemen, mit Handgelenken, tauben Fingern, Rücken, all sowas. Aber er ist natürlich da mehr drin und weiß auch, man muss sich das individuell angucken. Man kann nicht einfach immer nur pauschal sagen, das ist jetzt der Grund und bei allen ist jetzt so, dass sie die Übung machen müssen und dann haben sie keine Probleme mehr. Wir wollen jetzt mal gucken, wenn man jetzt hier in der Praxis haben wir natürlich viel Ausrüstung, ein paar kleine ja, Kräftigungsübungen zu machen und die man natürlich auch sauber ausführen muss und das kann er auch besser als ich. Philipp, was schlägst du vor, wenn wir jetzt mal hier mit voller Ausrüstung da sind? Die Möglichkeiten, die wir haben, sind natürlich hier mit so einem Prep-Pilot, den einige mit Sicherheit aus dem Mountainbike-Bereich kennen, haben wir die Möglichkeit, klassische Liegestütze zu machen. Du kannst aber auch deine Rumpfmuskulatur damit mega gut kräftigen, was ja für dich dann auch nochmal ein ganz großes Thema ist, wie wir in der Ja. Untersuchung festgestellt haben. Und da kann ich gleich gerne mal eine Übung zu zeigen. Wichtig dabei an dieser Stelle ist halt, wenn ihr Probleme auf dem Mountainbike oder auch so in eurem Alltag habt, wir können hier an dieser Stelle nur allgemeine Empfehlungen geben. Ich kann euch nur ganz grob eine Übung zeigen und Hilfestellung geben, wie sie ausgeführt wird. Aber wichtig ist, wenn ihr wirklich Probleme bei Ausfahrten auf dem Rad oder auch im Alltag habt, sucht euch einen Profi, Physiotherapeut, euren Arzt des Vertrauens oder Ärztin des Vertrauens. Das wäre mega wichtig. Haben wir ja jetzt bei dir gerade auch gesehen, dass dein Ja. Problem schon sehr individuell ist und man mit pauschalen Übungen nicht unbedingt weiterkommt. Trotzdem ist es wichtig, dass wir zusätzlich zu unserem Sport ja noch was machen. Weil die meisten haben ihr Fahrrad und lieben ihr Fahrrad und lieben den Sport. Und wie trainiert man? Ja, man geht halt Fahrrad fahren, ne? Das bringt einem ja auch am schnellsten weit oder am weitesten, ne? Also nur übers Fahrradfahren wird man dann auch besser. Aber dazu gehört halt noch, wenn wir wieder lange Fahrrad fahren, lange trainieren, gibt es halt auch wieder Probleme. Vor allem, wenn ich schon Probleme aus dem Büroalltag mitbringe. Taube Finger hast du vorhin angeführt, Nackenprobleme, ne? Der typische Geiernacken, ne? Auf dem Fahrrad, der macht Probleme. Lendenwirbelsäule, Knie, gibt es alles. Ist aber eine mega individuelle Geschichte, wie ich finde. Also man kann nicht pauschal sagen, mach das. Und das eine Problem ist weg. Deswegen an der Stelle nochmal wichtig, holt euch einen Profi und lasst euch individuell beraten. Da seid ihr auf jeden Fall mit an der richtigen Stelle. Liebe Leute, sagt mal, welche körperlichen Probleme habt ihr denn beim Fahrradfahren oder durchs Fahrradfahren vielleicht? Oder vielleicht habt ihr irgendwas, was ihr von eurem beruflichen Alltag übertragt, was dann beim Fahrradfahren auch wieder rauskommt? Ja, schreibt es mal in die Kommentare, weil es ist oft ganz gut, wenn man andere kennenlernt, sich austauscht, sei es jetzt über Chat oder Kommentare, um sich ein bisschen ja, zu unterstützen, zu motivieren und auch zu merken, man ist nicht allein mit dem Problem. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich schreibe meine Story auch mal in die Kommentare. So, Philipp,
Wir sind in deiner Praxis hier mitten im schönen Krefeld jetzt. Zeig doch mal in sauberer Ausführung, was man da zum Beispiel für die Stützmuskulatur machen kann. Da wir uns ja auf dem Fahrrad bewegen und häufig in der Position des Stützens sind, finde ich halt das Gerät hier echt von Vorteil. Wir haben quasi eine Lenkerposition und ich kann jetzt hier schon mal einfach nur mich drauf stützen. Die einfachste Variante, die man jedem erstmal empfehlen kann, ist, dass man vielleicht auf den Knien anfängt. Je weiter meine Knie nach hinten von dem Gerät weg sind, desto schwieriger wird die Nummer. Je näher ich dran bin, desto leichter wird die Nummer. Und wenn ich jetzt über Stützmuskulatur rede, meine ich halt immer unsere Schulter- und Armmuskulatur und auch die Nackenmuskulatur. Stützmuskulatur, damit meine ich halt Arme, Schultermuskulatur und Nackenmuskulatur. Und wichtig wäre auf jeden Fall, dass man den Nacken schon mal schön nach oben streckt, nicht tief hängen lässt. Das ist häufig ein Problem, was ich schon auch bei Kursen oder auch bei uns im Verein schon mal häufiger gesehen habe, dass da die Köpfe dann gerne mal hängen. Und dann kann ich es mir erstmal einfach machen, indem ich die Knie halt am Boden lasse. Ich nehme aber erstmal nur ein Bein nach hinten weg. Versuche die Position zu halten, weiter atmen. Also jetzt wie bei der Fahrtechnik, ne? Atmen muss man immer. Und lächeln ist auf jeden Fall immer mega wichtig. Und ihr seht, ich komme hier schon ganz schön ins Straucheln. Ne? Also es ist schon echt schwierig, mich hier in dieser Position zu halten. Aber das soll so, oder? So ein bisschen wackeln soll ja auch. Genau, ne? So soll das sein. Ne? Ich trainiere dadurch meine Tiefenmuskulatur, meine Rumpfmuskulatur. Achtet dabei darauf, den Bauchnabel nach innen zu ziehen, dass es im Rumpf auf jeden Fall schön fest ist. Und der Rücken ja neutral ist. Ne? Also es soll eine Linie sein von Kopf bis Steiß. Und mit der Übung sind wir schon mal, es wäre ein guter Einstieg. Schwieriger geht immer. Ne? Man kann das Ganze auch natürlich in der Langliegestützposition machen. Das ist ja auch eine Empfehlung vom Hersteller, dass man jetzt hier drauf Liegestütze macht oder eben das in dieser langen Plank-Position macht. Ja, und hier wird die ganze Nummer jetzt noch mal ein bisschen intensiver. Wenn ich jetzt hier ein Bein wieder anhebe, komme ich schon echt ordentlich ins Straucheln. Wo merkst du es jetzt? Wo merkst du? Du bist also, ja gut trainiert, aber du merkst trotzdem schon, ne? Ich merke es schon ordentlich. Ich merke es im Rumpfbereich. Ich merke das in meiner Stützmuskulatur, die, wo ich mich eben auf dem Lenker halten muss. Das wäre die, die ich auf einer langen Tour oder auf einem Downhill eben auch habe. Ne? Ich muss nicht immer unbedingt Liegestütze trainieren. Auf dem Trail muss man zwar auch immer mal ein bisschen pumpen, aber ich fahre ja jetzt nicht einen Downhill-Trail runter und mache dabei 20 Liegestütze, sondern eigentlich ist es ja eher ein statisches Halten. Und der Rumpf muss ja eigentlich nur meine Schläge und meine Position auf dem Bike versuchen zu halten. Es ist ja auch so, dass viele kommen vom normalen Biken, All Mountain, dann zum Enduro, dann fängt es an mit Bikepark und so, da wirken ja auch nochmal andere Kräfte. Also jemand, der, also da kann man ja eigentlich schon relativ pauschal auch empfehlen, jemand, der so einen High-Impact-Sport macht, also wo in der Landung und so weiter oder durch einen starken, dicken Felsen oder ein Loch, da wirken schon Kräfte auf den Körper, da muss man sich die schon vorbereiten. Die musst du erstmal kompensieren können und die musst du erstmal abfahren können, richtig. Und deswegen macht es Sinn, neben dem eigentlichen Radfahren vielleicht auch ein zusätzliches Kraft-Rumpftraining zu machen, auf jeden Fall. Wenn du, für Pauschalen immer sehr schwierig, aber ich finde schon, jeder sollte da regelmäßig was machen. Auch sonst wird es einseitig. Sonst hat man nachher Beine wie so ein Bahnsprinter, aber Spaghetti-Arme, weil man sonst halt auch nur im Büro hockt. Jetzt natürlich hier volle Ausrüstung. Gymnastikball, klar, wenn ihr jetzt ein Fitnessstudio habt oder wenn ihr sowas zu Hause, einen Yogaraum oder so habt, alles super. Aber du wirst es kennen, ich kenne es von mir auch, das typisch Menschliche. Wenn man jetzt sagt, man ist ja froh, wenn man überhaupt was macht, hast du dann aus deiner Erfahrung als Therapeut, also sagen wir, als jemand, der jeden Tag mit den Menschen zu tun hat und die siehst du nicht nur einmal, du siehst die immer wieder und weißt auch, wo es da ja vielleicht dann doch manchmal der Mangel an Motivation, sich dann abends noch hinzusetzen und auf die Matte, nee, dann muss man noch die anderen Klamotten anziehen. Was kann man denn im Alltag machen? Was ist vielleicht so ein Special-Tipp. Wie du schon gesagt hast, absolut menschliches Problem. Wir haben alle unseren Alltag zu bewältigen. Man kommt abends spät nach Hause, kennt das selber von mir auch. Muss noch irgendwie man ist nochmal für die Kinder da und bis alle im Bett sind und bis du alles geregelt hast,
Ja, dann ist auch mal abends so 8, 9 Uhr und dann fällt es echt schwer, den inneren Schweinehund nochmal von der Couch hochzubekommen. Ne? Klar, gibt es dafür auch Tipps. Und zwar, vielleicht sucht man sich einfach einen Auslöser zu Hause oder so eine Art, wo du irgendeinen Punkt, wo du immer regelmäßig vorbeikommst. Jetzt drehe ich die Übung einfach mal um. Ich nehme jetzt einfach mal klassische Liegestütze. Ja? Auch Liegestütze sind auch eine super Übung, um Rumpfmuskulatur zu trainieren. Die geht einfach, ich brauche kein Equipment. Die kann ich mit meinem eigenen Körpergewicht machen. Für viele ist aber der Liegestütz grundsätzlich zu schwer, ja? Entweder auf den Knien oder auf dem Boden. Ich suche mir jetzt einfach einen Auslöser und dieser Auslöser wäre jetzt zum Beispiel einfach mal mein Türrahmen oder hier dieses Stück Wand. Und immer wenn ich am Tag an diesem Ding, an diesem Türrahmen vorbeikomme, gehe ich hier hin und mache hier einfach mal eben 5 Liegestütze. Oder mache meine Rumpfübung, ja, die ich für mich gut finde, mit der ich gut klarkomme, die mich motiviert, wo ich vielleicht auch Resultate sehe. Eine Übung, die ich gut kann. Vielleicht jetzt nochmal so aus meiner Erfahrung ein kleiner Profi-Tipp. Wenn jetzt jemand unter euch ist, der vielleicht schon affin ist mit Übungen, Kräftigen und so weiter und der Auslöser-Türrahmen mit der Übung wäre jetzt schon too low. Ja. Es gibt Klimmzugstangen, die man in den Türrahmen machen kann. Das ist so eine der Advanced-Übungen. Genau. Da müsst ihr nur darauf achten. Da müsst ihr hier noch ein Holzbrett vormachen, weil wenn ihr die Klimmzugspanne da einfach so reinspannt, dann macht ihr euch das Material kaputt. Also hier kann man dann noch schon ein Stück Holz davor machen. Und dann hätte jetzt jemand, der quasi sagt, okay, Türrahmen, ich muss da immer wieder zum Wohnzimmer. Und dann kann man sagen, manche dehnen sich, manche machen an der Wand die Kräftigung. Und Andere mit einem anderen Level können sagen, ich mache meine Klimmzüge. Und dadurch, dass ich da immer wieder durchgehe, werde ich immer wieder daran erinnert und habe nicht so ein schlechtes Gewissen, so, oh, jetzt muss ich aber noch mein ganzes Programm mit so und so viel Wiederholung am Abend noch durchziehen. Genau. Sondern ich mache das so on the way. Genau, ne? Es ist mit Sicherheit intensiver, wenn man einen guten Trainingsplan hat und auch effektiver. Ne? Wenn man hat jetzt klare Struktur in seinem Alltag und man kann abends nochmal ein 30-minütiges Workout mit vernünftiger Belastung, Pausensituation und so das vernünftig machen, keine Frage. Aber dieses Setting finden wir halt bei vielen zu Hause nicht. Ne? Also wir haben halt oft dieses Alltagsproblem. Und dann ist es besser, als zu sagen, ich löse diese Problematik, indem ich halt, okay, ich gehe hier dran vorbei, mache meine 5 Liegestütze, irgendwas, was mir nicht wehtut oder was mich von der Zeit her nicht wehtut, das meine ich, ja. So, und gehe jetzt durch, erledige meine Situation, was ich auch immer ich machen wollte, gehe zur Spülmaschine oder für mein Telefonat. Und jedes Mal wieder, wenn ich hier dran vorbeigehe, mache ich halt wieder meine Übung. Das summiert sich dann auch. Auch wenn sie noch so easy ist, ja, wenn sie noch so leicht ist. Aber wichtig ist, sie muss für mich leicht sein. Sie muss auch für mich leicht auszuführen sein und sie darf mich nicht viel kosten im Sinne von Zeit. Ja. Und dann ist sie einfach. Und wenn ich die dann über Tag, wenn ich hier 30 Mal durchgehe und ich habe über Tag 30 Mal meine Übung daran gemacht, dann kann ich eben auch abends mich auf die Couch setzen und sagen, ey krass, ja gut, ich habe sie 30 Mal gemacht. Aber es ist besser, als einen hochmotivierten Plan zu haben, den ich aber nur einmal in der Woche schaffe, wenn es hochkommt. In Woche 2 geht es schon nicht mehr. Und dann verliere ich halt irgendwann meinen Anschluss. Und das Problem kennen bestimmt viele, dass sie einfach sagen, ich war mega motiviert, habe meinen Plan 4 Wochen durchgezogen. Danach habe ich gemerkt, ja, schleifen lassen geht nicht mehr. Und dann macht man es auch nicht mehr. Also, liebe Leute, danke nochmal an Philipp von Rund um Fit. Ja. Und keep on moving, bleibt in Bewegung, das ist immer der Schlüssel, das kann man so allgemein auch sagen und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen motivieren, inspirieren. Mein Motto ist ja mit Freude in Bewegung, ne? Also wenn die Bewegung auch noch Freude macht und sie einfach ist, dann ist perfekt. Ja, also wir sehen uns im nächsten Video, schreibt in die Kommentare mal, was sind eure körperlichen Probleme, mit denen ihr bisher beim Fahrradfahren zu tun hattet. Vielleicht können wir uns ja auch ein bisschen in den Kommentaren gegenseitig Tipps geben. Und ja, darüber würde ich mich freuen. Bis dann und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.